Evgeny Vinokurov, 31, stand bereits dreimal mit einer Promi-Kandidatin bei Let's Dance vor der Kamera. Doch mit wem hat er bisher am liebsten getanzt? Und wen würde er gerne noch in der Show sehen? Let's Dance Evgeny Vinokurov? Ich habe eine coole Freundin dazu gewonnen. Aller guten Dinge sind drei. Nachdem Evgeny Vinokurov in diesem Jahr bei Let's Dance schon nach der zweiten Episode die Show verlassen musste, war er zunächst sichtlich enttäuscht. Im Interview mit okmag.de offenbarte er jetzt, dass er noch einige Pläne mit seiner diesjährigen Tanzpartnerin Cheyenne Ochsenknecht, 21, hatte. Ich hätte mit Cheyenne gerne noch alle Tänze getanzt. Ich war sehr traurig, als wir raus waren, erklärt er. Der 31-Jährige findet, dass sie viel zu früh die Tanzschuhe an den Nagel hängen mussten und sich in der kurzen Zeit gar nicht wirklich beweisen konnten. Ich finde, Cheyenne hatte sehr viel Potenzial bei Let's Dance. So Evgeny, und schwärmt weiter, mit Cheyenne war die Zeit ganz toll, aber leider zu kurz. Ich habe aber eine coole Freundin dazu gewonnen. Hat er eine Favoritin? Doch auch über seine anderen Tanzpartnerinnen Evelyn Burdecki, 33, und Ilse de Lange, 45, kann er nur Gutes sagen. Ich habe mit allen drei Kandidatinnen gleich gerne getanzt. Sie waren alle sehr unterschiedlich und jede war auf ihre Art ganz besonders, erklärt er diplomatisch. Mit Evelyn habe ich sehr viel gelacht, und wir konnten sogar Platz 5 belegen, erinnert er sich zurück. Genauso rührend spricht er jedoch auch über ihre Nachfolgerin, mit der er ebenfalls früh die Show verlassen musste. Ich hatte eine tolle Zeit mit Ilse. Leider mussten wir verletzungsbedingt aufhören, weshalb ich sehr traurig war, berichtet er. Und verrät, ich hätte Ilse sonst im Finale gesehen. Seine Wunschkandidatin. Obwohl es für Evgeny in den letzten beiden Staffeln nicht so gut wie erhofft gelaufen ist, kann er das neue Jahr kaum erwarten. Auf die Frage, wer demnächst an dem Format teilnehmen sollte, hatte er direkt eine Antwort, Matthias Schweighöfer würde ich gerne mal bei Let's Dance sehen. Er ist mein Lieblingsschauspieler in Deutschland. Außerdem auf seiner Wunschliste, Stefanie Giesinger fand ich bei GNTM sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch auf dem Tanzparkett sehr gut bewegen kann. Und Magdalene Neuner fände ich großartig. Ich bin ein absoluter Biathlon-Fan und habe Magdalene sehr bewundert, als sie noch aktiv war. Mit ihr würde ich unheimlich gerne mal zusammen tanzen.